können. Wie so geil. Also erstmal, heißt es Mukbang oder Mukbang? Mukbang. Ich würde sagen, es heißt Mukbang. Hi, go! Hi, guys, it's Miriam. Hi, go! Und noch ein Stück. Hey, sollte Miriam mich in die Mitte, wenn passiert? Stimmt. Was? Warum spuckst du, wenn du isst? Weil ich lachen muss, weil es mit euch so lustig ist. Leisa, wie läuft es bei dir mit Brownie? Ich das da? Miriam! Nein, das andere. Was? Du hast da was an deinem Kind. Auch an deiner Schulter. Wir machen gerade eine Poolparty und essen gerade Pizza und jetzt gerade machen wir einen Mukbang. Findet ihr die Dolan Twins hot? Mm-mm. Ich finde die auch gar nicht hot. Ich kann das gar nicht verstehen. Die hässlich. Ja. Ist der eine schwul? Ich hab auch gedacht, wegen dem Ohr. Überall Pizza Händchen. Ich will, dass einmal Tamlin und der eine zusammenkommen. Ich hab die. Ich hab heute noch kein einziges Mal gespuckt. Nein. Ja. Vielleicht kommt es noch. Wir sollten uns ein. Ich hab doch gesagt, das ist zu wenig Pizza. Pizza? Also ich glaube, das ist dein Stück, dein zweites. Aber ich hab schon mein zweites. Ich auch schon mein zweites. Ich noch nicht. Hä? Ich auch mein zweites. Wie schnell seid ihr denn? Das ist dein erstes? Ja! Bei dem Gottesdienst hat der Ball mich so richtig angegrinst. So. Wann war der denn bei dir? Nein, beim Gottesdienst. Als du weggegangen bist. Oh nein! Oh nein! Soll ich was erzählen? Der Hotte Boy, der Steinbock, hat den im Unterricht und der hat dem das an so einer richtig peinlichen Situation, hat er zu dem Hotten Boy gesagt, dass der von so ein paar Mädchen Hotter Boy genannt wird und seitdem wird der in seinem Kurs Hotti genannt. Als ob? Ja, wirklich. Hey, woher weißt du das denn? Ich dem Steinbock das erzählt habe. Ja, aber der guckt doch nicht mal. Das erste Mal spucken bei 8 Minuten. In mein Gesicht! Ich kann glaube ich gar nicht auf Kommando spucken. Doch, klar, kannst du dich so machen. So. Und dann so. Also, ich sag mal immer. Ich bin in den Pool. Soll ich die rufen? I like it, like. Ja! Da war ich so ein Stein. Sandy. Ja. Oh mein Gott, ich weiß, woher das kommt, Leute, ich weiß es! Also. Also, ich habe heute leider ein Foto für dich! Ein Foto für dich! Ja! Ein Foto, auf dem kein Foto drauf ist! Ein Foto, wo kein Foto drauf ist! Also, wenn du eine Chance mit den zwei hättest. Leute, lass mal Jana nicht M-Challenge spielen, okay, mit euch beiden. Du darfst nicht Jana nicht M-Challenge machen. Bereit? Okay, komm mal bitte auf, hier sind bereit? Die bereit? Hast du ein weißes Oberteil an? Wie geht's dir? Besser. Ging's dir nicht gut? Ja. Oh, ich wollte nicht nach hinten sagen. Und sag ja! Ich bin dran. Ja, nach Greta. Und so, Lena. Warte, okay. Rutsch mal zu sein. Hast du einen Hund? Ich denke schon. Wie heißt der? Mia. Ist es ein Mädchen? Sieht so aus. Freust du dich in der Schule? Mega. Ich hab gehört, du schwänzt morgen. Ist es die Wahrheit? Mama, bitte schalt ab. Das ist richtig lahm, weil Greta gut ist. Was ist deine Lieblingssache in der Schule? Deine Pizza ist nass. Darf ich ein Weiß? Boah. Ja. Hast du eine Schwester? Ich habe eine Schwester. Bist du Deutschlehrerin? Nein, bin ich. Oh! Hi Greta, bist du da? Ja. Wie geht's dir? Besonders gut. Ich sehe schwanger. Das ist gelogen, was da drauf steht. Nein, bitte! Die Wespe hast du eben schon umgebracht. Ja, also, du bist die Nächste. Reden wir darüber, wie man für Raven Kanken ausspricht. Girl, Raven Kanken. Alle hören es einfach du gleich an. Für Raven Kanken. Ich stecke den Stock in den Arsch und dann ab in den Pool. Ich hätte dir fast was gespoilert. Ich mag solche. Ja, warte, nicht sagen! Wollen die das auch gucken? Ne? Ja. Okay, er wurde ein Besen in seinen Arsch reingesteckt. Wie weit denn? Sehr weit. Das hat richtig krass geblutet. Ja. Bah! Und was war das denn für eine künstliche Reaktion? Stell dir mal vor, das hätten wir bei diesem, ich weiß nicht, das heißt Mukbang. Das ist doch der Mukbang. Der ist aber ganz schnell. Ja, jetzt ist mein Riesen. Hast du noch was zu essen? Ich hol was zu essen, damit es ein Mukbang bleibt. Versace? 14.35 Uhr.
Das schneidet sie rein. Schnittchen. Wer sagt von euch auch Schnittchen? Keiner. Ich mach mir ein Schnittchen. Eine Hühner. Spucke Nummer 2. Ich kann nicht mehr reden, ne? Nein. In den letzten 3 Wochen in der Sommerferien bin ich in einem Sportcamp in Spanien. Oh mein Gott, ey? Ihr müsst euch eine Art überlegen, wie ihr mich reinschmeißt und dann endet das Video. Hat jemand Bock mit mir aufs Trampolin? Ja. Kann man gar nicht gefilmt werden.